Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich diese leckere Raffaello-Cremetorte gemacht habe. Wir brauchen Frischkäse, Schlagsahne, weiße Schokolade, Kokoscreme, Puderzucker und etwas Vanilleextrakt. Als erstes schmelze ich die weiße Schokolade, damit sie etwas abkühlen kann und sie später nicht zu heiß ist. Dann schlage ich die Sahne auf mit einer Packung Sahnesteif, bis sie schön fest ist. Dann füge ich direkt den Frischkäse, die Kokoscreme und die abgekühlte weiße Schokolade dazu. Das schlage ich einmal zusammen auf und füge dann den Puderzucker und das Vanilleextrakt dazu. Und das schlage ich auch nochmal zusammen auf. Wenn alles gut vermengt ist, können wir direkt die Tortenböden befüllen. Hier muss gar nicht alles perfekt glatt sein, da wir nachher alles mit Kokosraspeln dekorieren und dann fällt das sowieso nicht auf, wenn es nicht ganz glatt ist. Nach dem Befüllen kommt die Torte für eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank, bis sie schön fest ist. Danach können wir die Torte mit der restlichen Creme bestreichen und wie gesagt, hier muss es nicht perfekt sein, da wir sie im Nachhinein sowieso mit Kokosraspeln dekorieren. Zum Schluss dekoriere ich sie mit Raffaellos und ein paar Erdbeeren und dann ist die Torte auch schon fertig.